Der Farbkasten steht bereit. Mit geübten Pinselstrichen und Schwämmen arbeiten sich Gerhard Hammerschmidt und seine Kollegin Claudia Heidrich Stück für Stück voran. Die beiden Kirchenmaler restaurieren gerade den Hochaltar im Ostchor des Eichstätter Doms. 1940 wurde der Altar zuletzt instand gesetzt. Rund 40 Jahre sind seit der letzten Grundreinigung vergangen. Der Hochaltar soll so erhalten bleiben, wie er ist. Es wird nur alles erneuert, die Farben werden erfrischt. Durch den Firnis wird alles, das ist wie Nahrung. Die Farben kriegen dann wieder Nahrung und leuchten natürlich wieder auf. Der wird wieder blank poliert, ja, auf schön wieder hergerichtet. Der neugotische Flügelaltar aus dem Jahr 1883 ist knapp 14 Meter hoch. Er zeigt mittelalterliche, überlebensgroße Statuen von Maria, den Bistumspatronen Willibald, Wunibald, Walburga und ihren Eltern. Auch Reliefdarstellungen der Passion Jesu sind zu sehen. Viel zu tun für die Kirchenmaler. Die Hauptarbeit ist natürlich die Konservieren und Restaurieren. Das heißt Reinigen, Trockenreinigung, Nassreinigung. Die Nassreinigung ist auf die Fassungen auf die, und auf die Goldfassungen ist die Trockenreinigung. Dann kommt die Restaurierung, also Retuschen, Kittungen, Retuschen und Schlussfinis. Zur groben Reinigung benutzen die Kirchenmaler Pinsel und einen Industriestaubsauger. Anschließend wird der Dreck, der sich über die Jahrzehnte angesammelt hat, mit einem sehr feinen Schwamm entfernt. Die Fassung wird mit einem speziellen Restauroschwamm, der ganz wenig Feuchtigkeit aufnimmt, dass er natürlich nichts anlöst und nicht die Schicht irgendwie aufweicht. Die gibt es im Spezialhandel und die verwenden wir da. Dann muss man wirklich schauen, alle losen Teile werden gefestigt. Das ist so richtige teilweise Puzzlearbeit. Und ja, wenn das dann abgeschlossen ist, dann hat man eigentlich das Schlimmste erledigt und der ist wieder in einem super Zustand und dann geht's so an die Feinheiten. Schadhafte Stellen werden mit einem selbstgerührten Kit aus Kreide und Leim ausgebessert, wie ihn Kirchenmaler schon seit Jahrhunderten verwenden. Bei der Retusche kommen Aquarellfarben zum Einsatz. Zum Schluss wird alles mit einer Schutzschicht, dem sogenannten Firnis, überzogen. Er besteht aus verschiedenen Harzen, Balsamterpentin und Bienenwachs. Für Claudia Heidrich ist es besonders die Vielfalt, die den Beruf so spannend macht. Angefangen dieses Vorher-Nachher-Effekt, dann einfach das Ideologische, mit alten Sachen zu arbeiten, sich da überlegen, was haben die früher, wie haben die das gemacht. Und ja, also das ganz viel. Und die Techniken natürlich, vergolden, fassen. Und das macht wirklich sehr viel Spaß. Die Figuren werden mit 22,5-karätigem Blattgold vergoldet. Der Hochaltar in Eichstätt ist sogar auf der Rückseite bunt bemalt und verziert. Auch an anderen Stellen im Dom waren die Kirchenmaler im Einsatz. Die ganzen Figuren herinnen, die haben wir runtergebaut und durchgereinigt, restauriert. Und dann waren es da hinten im Westchor, wo wir es dann eingelagert. Da haben sie eine Weile geruht herunten und in den letzten Jahren haben wir es wieder montiert. Die Seitenaltäre, da habe ich dann 21 haben wir da angefangen. Haben mittlerweile 12 Seitenaltäre mit dem Willibaldschor vom Westchor und die Kanzel. Rund 40 Jahre soll die Restaurierung mindestens halten. Die geplante Domeröffnung zum Willibaldsfest im Juli musste wegen eines Brandes an einem Entlüftungsgerät leider verschoben werden. Besucherinnen und Besucher müssen sich also noch etwas gedulden, bevor sie die fertige Arbeit von Gerhard Hammerschmidt und seiner Kollegin in Augenschein nehmen können.